Leute. Hallo. Vielen Dank für die nette Ankündigung. Es ist klasse, euch hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die geholfen haben, diese Veranstaltung mit auf die Beine zu stellen. Vielen Dank an alle Helping Hands. Auch dir, Sinan. Vielen Dank an das Orga-Team. Vielen Dank, das Orga-Team. Ich will sie gar nicht namentlich benennen. Hier stehen sie drin. Ihr habt bestimmt diese Heftchen gesehen, zu haben am Infostand der Hanfparade. Nehmt euch eins mit oder auch zwei. Eine tolle Erinnerung. Hier steht alles drin, so ziemlich alles, was geboten wird auf der Hanfparade. Hier findet ihr das Motto: Hanf ist prima für Frieden und Klima. Hier findet ihr die Bands. Hier findet ihr auch die Unterstützer, die die Hanfparade finanziell unterstützt haben. Hier findet ihr die Künstler, sogar die Redner. Gut, da ist ein bisschen drunter und drüber gelaufen, wie es halt immer so ist. Namentlich möchte ich Steffen Geier erwähnen, der die Ankündigungsrede gehalten hat und euch hier schon zuallererst herzlich willkommen geheißen hat. Und alles zu finden hier in diesem Heftchen. Hanf ist prima für Frieden und Klima. Oh, ich bin ja ein Kind der 90er. Aktiv geworden gegen diese elende Kriminalisierung bin ich Anfang der 90er. Und damals war Hanf in aller Munde, weil Hanf ein so wertvoller, nachwachsender Rohstoff ist. Hanf ist prima fürs Klima. Aus fast allem, aus Hanf, kann man für den Menschen sinnvolle Sachen herstellen. Den Stängel, da kann man die Fasern gewinnen. Die Schäben, das sind quasi Holzpellets, die man auch zu Baustoffen nutzen kann. Ich will gar nicht ins Einzelne gehen. Mein Kollege Ferdinand Siebert hat eben schon das Hanfmuseum vorgestellt. Dort findet ihr alles. Alles, was man aus dem Stängel machen kann. Alles, was man auch aus der Pflanzenspitze machen kann. Die Samen, ein sehr wertvoller Öllieferant. Ein Superfood heute eigentlich. Und auch das Harz, was die Pflanze an den Blüten bildet. Ein sehr vielfältig medizinisch anwendbares Mittel in allen Richtungen, in allen Kategorien. Und in diesem Harz des Hanfes steckt auch dieser kleine besondere Rausch, der dazu dient, die gesamte Pflanze zu verbieten. Und wenn man sich nur ein bisschen damit beschäftigt, dann ist das total absurd. Und weil das so absurd ist, steht ihr hier und zeigen Gesicht auf der Hanfparade, dass das Hanfverbot Unrecht ist. Deshalb besteht und bleibt die Forderung: sofortige Streichung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz. Sofortige Freilassung aller in diesem Zusammenhang Gefangener. Und Rehabilitation und Wiedergutmachung aller in der Verfolgung entstandenen Schäden wiedergutzumachen. Also alles muss wiedergutgemacht werden. Jede eingetretene Tür, jeder Nachtknast, jede Verfolgung, jede Überwachung. Hanf ist prima für Frieden und Klima. Wie gesagt, ich bin ein Kind der 90er. Seit Jahrzehnten haben viele Aktivisten wie ich gegen das Verbot wie gegen Windmühlen angekämpft. Jahrzehnte Enttäuschung, Jahrzehnte Verzweiflung, Jahrzehnte Herzblut und immer wieder leere und unerfüllte Versprechungen. Und nun vor 2 Jahren auf einmal schreibt die neue Koalition, die neue Regierung, schreibt in den Koalitionsverträgen unter ganz vielem anderen, dass Cannabis für erwachsene Menschen legal sein soll. Wow! Da haben wir seit Jahrzehnten für gekämpft und jetzt endlich soll es so sein? Jahrzehnte Kampf gegen Windmühlen, gegen absurdeste und blödsinnigste Argumente geredet, argumentiert, es besser gewusst, es besser bewiesen und auf einmal, klar, schnipp, Cannabis wird legal. Finde ich gut. Finde ich sehr gut.
Es ist nur ein Problem. Es ist wenig glaubhaft. Denn eine Erfahrung aus den vielen Jahrzehnten Aktivismus im Krieg gegen Cannabis ist die Erfahrung, dass so viel gelogen wird, so viel Unwahrheit gesät wird und so viel leer versprochen wird. So viel, dass ich es nicht glauben kann, bis es endlich umgesetzt ist. Als es vor zwei Jahren ist es ja schon her, bis heute ist noch keiner Gefangener, noch niemand, der wegen Cannabis gefangen oder verfolgt wurde, entlassen worden. Bis heute ist noch nichts entschädigt. Die Leute sitzen immer noch im Knast und es werden immer noch weiter Cannabiskonsumenten, Menschen, die mit Cannabis zu tun haben, verfolgt. Das Unrecht besteht weiter. Es ist nur in der Diskussion, es endlich mal weniger werden zu lassen. Aus diesen Jahrzehnten des Aktivismus und der häufigen Enttäuschung war anfänglich mein Gedanke, entweder bricht die Koalition oder sie vermurksen es. Die Koalition besteht noch, aber scheinbar scheinen sie es zu vermurksen. Es wäre so einfach, Cannabis ersatzlos aus dem Betäubungsmittelgesetz zu streichen. Schluss. Aber was machen die Gesetzesgeber? Anstatt einfach Cannabis aus dem BTMG zu streichen, blähen sie einen Gesetzeskomplex von 13 neuen Gesetzen, nur damit Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen werden kann. Das kann nur eine Verschlimmbesserung werden. Und so wie es aussieht, scheint es derzeit eine Verschlimmbesserung zu werden. Im ersten Moment hört es sich gut an, im zweiten Moment ist es für den einfachen Menschen, für den, der da steht, letztendlich egal, ob ihm für eine Pflanze, für drei oder für fünf Pflanzen die Tür eingetreten wird. Deshalb ist und bleibt die Forderung ersatzlose Streichung von Cannabis aus dem BTMG. Man braucht keinen neuen Gesetzeskomplex nur wegen Hanf. Hanf hat noch niemanden umgebracht und wird auch niemanden umbringen. Die zwei Minuten, in denen ich das hier sage, in den zwei Minuten sind statistisch wie viele Menschen an Alkohol gestorben? Wohlsein, sagt man. Aber wehe, man nimmt einen Joint in die Höhe, dann ist man auf einmal ein böser Drogenkrimineller, der bald neben Christiane F. auf dem Bahnhof Zooklo stirbt. Also, Schluss mit Drogenkrieg. Hanf ist prima für Frieden und Klima. Klima haben wir ausreichend durchdiskutiert. Frieden ist so schwer, leider. Ein Frieden kann man nur bekommen durch Verhandlungen. Deshalb sind wir ja so froh, dass es endlich in den Koalitionsverträgen ist und zumindest mal auf der politischen Bühne diskutiert wird und nicht nur hier bei uns auf der Straße oder auf der Bühne. Dementsprechend sitzen die Nächsten schon in den Startlöchern. Eine ganz kurze Quintessenz möchte ich euch noch mitgeben. Nehmt euch so ein Heftchen mit, das lohnt sich. Da ist das meiste, was die Hanfparade in diesem Jahr bietet, drin nachzulesen. Und wie würde Reinhard May sagen, Leute, seid wachsam. Lasst euch nicht von schönen Worten einlullen. Wichtig ist, was hinten dabei rauskommt. Danke. Ja, vielen Dank, Rollo.